Ich glaube, ich stelle nachher auf Mittel. Wobei, kann auch täuschen. Das sind Samurai-Pferde. Die paar, die der Schlacht fernblieben. Ein Glück für sie. Und uns. Welches Pferd willst du? Ach, ich darf auswählen, okay. Ja, ich würde mir gerne mal im Licht betrachten. Digital Deluxe Pferd verfügbar. Digital Deluxe, also das hier ist das. Okay, Pferd auswählen. Pferd auswählen. Pferd auswählen. Ach komm, wenn es schon mal verfügbar ist. Würde ich deine gesamte Reise begleiten. Okay, dann muss ich doch nochmal überlegen. Aber eigentlich ein sehr hübsches Pferd. Vor allen Dingen mit einem sehr hübschen Sattel und Zaumzeug. Und wenn ich ehrlich bin, ja, ein weißes Pferd, schwarzes Pferd. Das ist aber immer so generisch irgendwie. Aber hier, ich weiß nicht mehr genau, wie diese Färbung heißt. Die hat einen bestimmten Namen. Aber das gefällt mir durchaus sehr gut. Nicht nur, weil es Digital Deluxe ist. Deswegen. Ganz ruhig. Er passt zu dir. Er braucht einen Namen. Vertrauen, Himmel, Schatten. Ja, was prägt die Verbindung zu einem Pferd? Vertrauen. Also nennen wir ihn Nobu. Nobu, ein treuer Gefährte. Du hast den Namen Nobu Vertrauen für dein Pferd gewählt. Diesen Namen wird dein Gefährte für die gesamte Dauer eurer Reise tragen. Bist du dir sicher? Ich bin mir sicher. Nobu wird uns begleiten. Dein Onkel ist da drin gefangen. Naja, die Burg brennt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da... Die Wände sind zu hoch zum Raufklettern. Wir könnten sie ablenken und reinschleichen. Nein. Wir gehen durchs Haupttor. Khotun Khan verbrannte unsere besten Schwertkämpfer, demütigte meinen Onkel, schlachtete die Krieger von Tsushima ab. Ich werde ihm seine Taten vergelten. Indem du die gleichen Fehler begehst, wie deine Freunde töteten. Das werden die Mongolen glauben. Doch diesmal schlage ich zuerst zu. Warte hier, bis ich sie erledigt habe. Ich halte das für keine gute Idee, hier einfach reinzuspazieren. Herausforderungskämpfe. Näherst du dich feindlichem Gebiet, kannst du Gegner zu einem Kampf herausfordern. Halte Dreieck gedrückt, wenn sich dein Gegner nähert. Lasse Dreieck los, sobald er angreift, um ihn mit einem einzigen tödlichen Schlag zu besiegen. Okay, ich versuch's mal. Ich komme wegen Fürst Shimura. Na, noch jemand? Oh. Ja, die Zielerfassung ist noch ein bisschen fragwürdig bei mir. Und ich sollte nicht so überheblich sein, das ist nämlich... Gut gemacht. Sag das nicht so überrascht. Nicht der Weg des Samurai. Oh, oh. Was soll dieser Lärm? Ich weiß nicht. Die Mongolen haben sie am Strand abgefeuert. Ich glaube, es waren nur drei, oder? Okay. Besiege die Mongolen. Das ist leichter gesagt als getan. Kann ich nicht da oben über die Leiter? Ist das eine Möglichkeit? Nein, oder? Oh, oh. Ich denke, ich muss diesen Weg hier nehmen. Zumindest im Augenblick. Hm? Kann ich die Herausforderung?
Oh ne, ich habe mich jetzt geheilt, oder? Ja. Ist nicht schlimm. Los, weiter! Wir können nicht. Irks. Von hinten, das ist aber böse. Okay, die schießen mit. Ich wusste den Namen davon mal. Das ist so ein mongolisches, Quatsch, so ein koreanisches Ding, oder? Hwacha, irgendwie sowas in die Richtung, glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher. Wir können nicht weiter. Ich muss. Geh zurück. Allein? Halt den Weg frei. Wenn ich Fürst Shimura finde, müssen wir schnell verschwinden. Ich mach die Pferde bereit. Nur zu. Wenn ich nicht bald zurück bin, reite in den Wald. Ich halte es für wirklich keine gute Idee. Achso, der hat Verteidigung. Okay. Alles klar. Ich halte das für wirklich keine gute Idee, hier alleine reinzugehen. Ich meine, den standardmongolischen Kriegern ist man vielleicht noch überlegen, ja? Aber es sind halt viele. Was ist denn eigentlich hier vorne? Ich weiß, ich soll mich durchschlagen, um den Onkel zu retten, aber ich bin ja auch neugierig. Achso, hier ist noch einer, oder? Ja. Erkennt man daran, dass er sich lustigerweise immer in die Richtung gedreht hat, wo der Gegner gerade rumschlawenzelt hat. Das ist ein Schrein, oder? Oh ja, da ist die mongolische Flotte. Oh, kehre ins Geschichtengebiet zurück, alles klar. Entschuldigung, das wird vielleicht häufiger mal passieren, wobei ich glaube, wir sind im Augenblick noch in der Startmission und wir werden noch an den Punkt kommen, wo wir die Insel auch frei nach unserem Gusto erkunden können. Da werden wir uns dann auch viel Zeit und Ruhe nehmen, um die wunderschönen Orte und Begebenheiten. Oh, hallo! Um die wunderschönen Orte und Begebenheiten auch genießen zu können. Pfeilen ausweichen. Bevor sie mit Pfeilen schießen, stoßen Mongolen-Bogenschützen einen Ruf aus, damit ihre Verbündeten sich rechtzeitig ducken. Das ist sehr nett von den Mongolen. Okay, die haben die Burg. Es ist ja eine Insel zwischen dem Festland, zwischen dem asiatischen Festland und den Inseln Japans, Tsushima. Und das Ganze beruht ja auf tatsächlichen historischen, also mehr oder weniger historischen Ereignissen, ne? Und, was ist das? Ein Glühwürmchen. Und deswegen sind wir hier gerade mehr oder weniger auf uns allein gestellt. Weil die hier angelandet sind und wir nur, wie im Intro oder am Anfang gesagt, 80 Samurai. Das ist natürlich gegen eine mongolische Streitmacht nichts. Hey. Zeit für ein Duell. Wer stellt sich mir zuerst? Es sieht schon sehr episch aus, das muss man mal sagen, ne? Ich bin Jin Sakai, der Neffe Fürst Shimuras. Ich komme, um seine Ehre zu rächen. Jin! Euer Onkel hat mir viel von euch erzählt, Jin Sakai. Ich zeige ihm seinen Neffen. Gebrochen und gedemütigt darum winselnd,
dem Mongolenreich anzugehören. Jetzt ist eure Zeit, Fürst Sakai. Okay. Zeigt eurem Onkel, wie leicht er eure Heimat Frieden bringen kann. Rettet euer Leben. Versagt. Erneut. Vater. Jin. Hilfe. Möge euer Tod allen anderen dienen. Junger Meister, es ist Zeit. Ich komme, Yoriko. Also hat er den Tod seines Vaters gesehen, aber in welcher Schlacht hat der gekämpft? Das war ja nicht gegen Mongolenheer. Diese Insel ist hier, um euren Vater zu betrauern. Kannst du sie nicht fortschicken? Ihr müsst euch zeigen, Jin. Ihr seid jetzt das Oberhaupt des Sakai-Clans. Ja. Ihr seid nicht allein, Jin. Euer Vater ist der Wind in eurem Rücken. Eure Mutter, die Vögel in den Bäumen. Und Onkel? Das wird er euch sagen, bei der Bestattung eures Vaters. Danke, Yoriko. Okay, und er hat nicht geholfen. War denn diese Lektion mit dem Onkel? Ich glaube, das war später, ne? Das war nach dieser Situation. Weil sonst hätte ja sein Vater ihm vermutlich die Dinge beigebracht, die er wissen müsste. Ich weiß übrigens tatsächlich von Ghost of Tsushima überhaupt nichts. Ich habe das Spiel nie gespielt und ich habe niemals ein Let's Play dazu geguckt. Das heißt, es ist für mich absolut komplettes Neuland. Wow. Danke. Solltet ihr je Hilfe brauchen, ist der Adachi-Clan für euch da. Danke. Thank you.
unserem Vater ging der Schutz des Volkes über alles. Ein wahrer Samurai. Vielen Dank für das Mitgefühl. Ich konnte ihn nicht retten. Ich war ein Feigling. Jin, ihr seid ein Samurai. Er starb. Nur meinetwegen. Euer Vater fiel im Kampf und rettete seinen Sohn. Seine Belohnung ist der Tod eines Kriegers. Und ihr führt sein Vermächtnis fort. Die Seele eures Vaters wohnt in diesem Schwert. Er ist immer bei euch. Kommt ihr zu meiner Festung als mein Mündel. Heute nehmt ihr Abschied von eurem Vater. Vater. Wie rette ich ihn? Folge dem Wind. Ein weiteres Mal hätten wir eigentlich tot sein müssen und doch wieder überlebt. Was? Steht, glaube ich, unser Pferd, oder? Übrigens nicht wundern, wenn ich hier ab und zu auch mal ein bisschen stiller bin. Ghost of Tsushima bietet sich dafür an. Yoda. Jin, was ist los? Ich fand Fürst Shimura. Ich hätte ihn retten können. Doch. Der Khan war dort. Ich ließ ihn im Stich.
Immerhin bist du unversehrt. Ich schwor, mein Leben für diese Insel zu geben. Doch die Mongolen raubten uns die Heimat, töteten unsere Samurai. Du hast vergessen, wie es ist, mit einem Stärkeren zu kämpfen. Schwach zu sein. Manchmal, wenn man dem Tod ins Auge blickt, muss man alles Nötige tun, um zu überleben. Der Khan erwartet einen Krieg gegen die Samurai. Er wird unsere Schritte vorausahnen. Es sei denn, wir können ihn überraschen. So retten wir Fürst Shimura und unsere Heimat. Wir brauchen Hilfe. Reiter, die Kampfhunde des Khans. Das sind zu viele. Deckung, ins Gras. Okay. Ich denke mal, die sind auf der Suche nach uns, weil der Khan schon vermutet, dass wir überlebt haben, den Sturz. Oder er hat's gesehen. Wir waren jetzt nicht sonderlich unauffällig, als wir da unten lang spaziert sind, ne? Das ist wieder so eine Sache. Hier können wir uns also verstecken, ich verstehe, in solchem Gras. Die suchen sich ja nach dir. Die Hunde haben die Pferde verjagt. Das sind Samurai-Rösser. Sie kehren zu ihrem Herrn zurück. Wirklich nett. Die Mongolen werden dich jagen. Wir sollten uns trennen. Ich lenke sie ab und du entkommst. Ich bleibe an deiner Seite, bis wir meinen Bruder gerettet haben. Erst brauche ich mehr Verbündete. Richtige Krieger. Wie Sensei Ishikawa und Fürstin Masako Adachi. Sie können helfen. Mein Bruder kann auch helfen. Wenn wir ihn gerettet haben, steht der beste Schmied der gesamten Insel in deiner Schuld. Er schmiedet dir, was du brauchst, um deinen Onkel zu retten. Etwas zum Erklettern der Burgmauern? Was du brauchst. Taka schmiedet es. Wo haben sie ihn? Sie erwischten ihn bei Kechi. Reite hin und hör dich um. Ich komme nach. Taka überlebt nicht lange in einem Mongolenkäfig. Yuna, wir werden deinen Bruder retten. Und deinen Onkel. Wir werden alle retten. Ghost of Tsushima. Rette Fürst Shimura. Wow. Wow, das ist ziemlich beeindruckend. Erkundung Tsushimas. Drücke Optionen zum Anzeigen. Option. Da ist Option. Insel Tsushima. Erkunde Tsushima, um neue Orte zu entdecken. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dies ist eine Geschichte. Der Kriegerkodex. Schließe Geschichten ab, um deine Legende zu erweitern und neue Ressourcen und Fähigkeiten zu erhalten. Wenn deine Legende wächst, erlernst du neue mächtige Techniken. Wähle dein nächstes Ziel und lass dich vom Wind leiten. So, das ist... Warte, kann ich hier rauszoomen? Kann ich hier... Nein, ich kann nicht rauszoomen. Das ist die Insel Tsushima. Hier oben geht es noch ein Stück weiter, nämlich in diese Richtung. Bis hierhin.
Und hier irgendwo links ist das Festland. Und hier irgendwo rechts unten müsste Japan sein. Gut, wir haben zwei Geschichten. Wir haben einmal den Kriegerkodex aus Jins Reise. Yuna sucht nach ihrem Bruder, einem Schmied namens Taka, der von den Mongolen gefangen genommen wurde. Okay. Fokussiertes Hören, Erweiterung der Legende, viel und Attentat bekommen wir. Was machen diese Fragezeichen? Unentdeckter Ort, okay. Die Geschichte von Sensei Ishikawa. Eine Ishikawa-Geschichte. Sensei Ishikawa war bei der Schlacht gegen die Mongolen am Strand von... Okay. Wir bekommen dafür einen Kurzbogen und Bogenkunst. Die Legende des Geists, der gebrochene Samurai. Kann ich da irgendwas machen? Kann ich mir das irgendwie... Okay, ich wähle erstmal mein nächstes Ziel. Ich würde gerne hier bei ihr weitermachen. In Aufzeichnung... Ja, hier. In Aufzeichnung anzeigen. Und der Wind leitet uns stets dahin, wo wir hin müssen. Das sieht so unfassbar genial aus. Wische auf dem Hund nach oben, um den wehenden Wind und dein Ziel anzuzeigen. Ach so. Ich kann den Wind quasi animieren, ein bisschen heftiger zu wehen. Ach, wie schön ist das denn? Da muss ich in diese Richtung. Ich will hier gar nicht so schnell reiten. Ja, was ich nochmal sagen wollte. Huch. Was ist denn hier passiert? Kann ich hier... Oh, das wollte ich nicht. Ich kann so absteigen. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen... Ich kann das nicht untersuchen. Na gut. Na gut. Leider wird man das wahrscheinlich auf YouTube aufgrund der Bitrate... Ne? Ihr kennt das ja schon. Das ist immer so ein bisschen die... Das ist immer so ein bisschen schade an Spielen, die richtig, richtig schön aussehen. Dass ich zumindest die auf YouTube so nicht darstellen kann. Aber, um ehrlich zu sein, mir geht es hauptsächlich um die Geschichte von Ghost of Tsushima. Ich bin auch gar nicht so hinter einer Herausforderung. Ne? Also es muss gar nicht schwer sein, es muss nicht irgendwie wirklich krasse Kämpfe bis ans Limit und so weiter. Ihr kennt das von mir. Wer jetzt länger auf dem Kanal ist, der weiß das schon, dass ich in 99% der Fälle hinter der Geschichte her bin. Und ja, die Geschichte von Ghost of Tsushima ist eine sehr kompakte und sehr spannende, habe ich mir sagen lassen. Geht auch gar nicht so lang, das Spiel. Ist also keines von diesen 160-Stunden-Dingern. Mongolisches Gebiet, Gasthaus, Reiseerholung. Ich glaube, ich muss nochmal auf die Karte gucken. Gesammelte Gegenstände und Ressourcen werden im Sammlungen-Menü gelagert. Okay. Jetzt hier können wir sehen, wo wir entlang geritten sind. Das ist das Gasthaus. 8 Eisen, Kampfhaltungsfortschritt. Okay, und hier oben können wir Aufzeichnungen. Rekrutiere Sensei Ishikawa, rekrutiere Fürstin Masako, rette Yunas Bruder, den Schmied. Unsere Ausrüstung. Du kannst Talismane ausrüsten, um deine Fähigkeiten zu verstärken. Kleidung. Samurai-Rüstung, die zu beschädigt ist, um sie zu reparieren. Ja, das haben wir schon gesehen. Der rechte Schulterpanzer ist komplett weg. Habe ich denn... Wow. Wow. Ja, ich glaube, das ist... ich glaube, das liegt an dem Director's Cut, den wir haben hier. Bedeutende Erhöhung der Gesundheit verringert sämtlichen Schaden um einen mittleren Wert. Nur die größten Verteidiger von Tsushima sind dieser Rüstung würdig. Bin ich aber noch nicht. Und ich bin ein großer Fan davon... Das sieht zwar richtig cool aus, aber ich bin ein großer Fan davon, solche Dinge außen vor zu lassen. Weil es einfach den Spaß nimmt, Rüstungen im Spiel zu finden. Und deswegen werde ich da jetzt nicht... Kann ich auch ein neues Schwert? Ja, Tatsache. Okay, der Sturm des Sakai-Clans, die Insignien des Sakai-Clans, rechte Hand des Jito. Und theoretisch dieses hier, aber das lassen wir wie gesagt. Talismane gewähren Vorteile, verdiene sie durch Ehren von Shinto-Schreinen und Abschließen von Geschichten von Tsushima. Die können wir auf das Schwert anwenden, das wir dann haben. Accessoires gibt es auch, warme Umarmung der Sonne. Ein Lied, das das Wetter ändern kann. Spiele Flötenmelodien, indem du auf dem Wischpad nach links wischst.
Das geht? Klagelied vom Sturm? Schatten im Nebel, ein Chor von Regentropfen. Aha. Interessant. Ja, und das ist der Heldensattel vom... Wer diesen Sattel sieht, erkennt, dass ein fürchterlicher Sturm heraufzieht. Ach, der sieht aber schick aus. Der gefällt mir. Ich nehme den Sturmwindsattel. Kann ich den wählen? Kann ich nicht. Ach nee. Das ist nur... Ach so. So. Das ist nur die Färbung quasi des Sattels. Ich verstehe. So, wir haben also Kleidung, Hut, Stirnband, also Hut, Maske und Rüstung. Und wir haben unser Schwert, das wir mit Sicherheit auch nochmal verbessern können. Diese unvergleichliche Klinge wurde über Generationen hinweg vom Oberhaupt des Sakai-Clans geführt. Töte Gegner schneller. Okay, Verbesserungen ansehen. Wir brauchen Vorräte und Eisen, um es zu verbessern. Verstehe. Oh mein Gott, wir brauchen Gold und Stahl. Eieiei. Ah, guck mal, da verändert sich doch auch das Aussehen dann. Oder? Erhalten? Achso, das haben wir schon. Jetzt brauchen wir mehr Vorräte und mehr Eisen. Alles klar. Gut. In unseren Sammlungen. Gesammelte Ressourcen werden in deiner Tasche gelagert. Wir haben ein bisschen Bambus. Ligusterholz. Gold, Stahl und Eisen. Leinen, Leder und Seide. Verbesserung von Kleidung und Rüstung genutzt wird. Okay. Raubtierfälle. Fälle gefährlicher Tiere, die bei Fallensteinen eingetauscht werden können, um die Anzahl an Fernkampf- und Schnellfeuerwaffen, die du tragen kannst, zu erhöhen. Alles klar. Und die Optionen. Steuerung. Ja, weiß ich nicht. Achso, hier. Ich mache hier mal Mittel, ne? Leichtere Kämpfe aus. Der Kampf ist wenig intensiv und lässt mehr Zeit zum Reagieren. Die Tarneinstellungen sind großzügiger, sodass die Gegner länger brauchen, um dich zu entdecken. Erzwingt die Schwierigkeitsstufe einfach? Nee. Nö, das ist schon okay, so wie das jetzt ist. Fotomodus ist rechts. Fotomodus Bogenkunst aus. Rüstungsausstattung. Weise jeder Rüstung Talisman und Aussehen Objekte zu? Achso. Ja, das lasse ich auch mal aus. Aber ich wollte... Achso, habe ich jetzt... Ja, ich habe Mittel eingestellt, alles klar. Bei Audio wollte ich mal gerade hier Deutsch. Ich kann theoretisch auch die Untertitel anstellen. Ich glaube, hier mache ich mal ein bisschen runter die Soundeffekte. Ansonsten passt das, glaube ich. So. Achso, warte mal. Bei der Anzeige. Kontrast normal. Der Kurosawa-Modus ist natürlich auch großartig, ne? Das muss man mal hier. Das sieht dann so aus, ne? Das ist dieser alte japanische Filmstil. Dieser alte japanische Samurai-Filmstil. Aber ich habe mal davon abgesehen, diesen Modus zu wählen. Weil es zwar stylisch ist, aber Blut anzeigen, natürlich. Natürlich wird Blut angezeigt. Das Schöne bei der PlayStation ist immer... Anzeige. Oh, Spiel speichern. Ghost of Tsushima, Mittel, Prolog, alles klar. Yeah. So. Das Schöne bei der PlayStation ist immer, Grafikoptionen gibt's quasi nicht. Es gibt Grafik bei der PlayStation. Und die ist vorgegeben. Das ist das Schöne daran. So. Das heißt Yuna. Ist sie in Schwierigkeiten?